Tatsächlich hat die Beziehung und die gegenseitige Liebe zwischen Jean Scal und der Albertina schon in den 90er Jahren unter meinem Vorgänger Konrad Oberhuber begonnen. Und sie wurde von mir ebenso sofort fortgesetzt wie von Jean Scal seinerseits. Er hat mich sofort im Jahr 2000 besucht und mir, als er begriffen hat, wie sehr ich ihn bewundere und für einen der ganz Großen unserer Zeit halte, eine ganze Reihe an Aquarellen geschenkt und schließlich aus dieser letzten so überraschenden Serie Eleuthera nach dieser Insel auf den Bahamas eines dieser figurativen Gemälde, die für viele eine Überraschung sind, weil er natürlich bekannt ist als der Überwinder des Minimalismus, aber weiterhin als ein geometrischer Maler, der seine Bilder aus horizontalen und vertikalen Streifen und Bändern baut. Aber als er seinen Sohn gemalt hat, mit diesem intimen, mit diesem sehr privaten Motiv, kann er sich nämlich mit Geometrie, nicht mit Minimalismus nähern und das Grau, die Schatten der Vergangenheit ist ebenfalls überwunden in diesen doch sehr farbfrohen, vitalen, wunderbaren, gegenständlichen Gemälden, von denen wir als einziges Museum auf der Welt ein Bild besitzen. Alle anderen werden Jean Scal nie verlassen. Jean Scal hat bereits in seinen Anfängen figurativ gemalt, wie er selbst sagt, obsessiv figurativ. Sein Weg hat ihn aber dann in die Abstraktion geführt. Er hat 50 Jahre lang abstrakt gemalt, wollte aber diesen abstrakten Gemälden auch stets eine gewisse Körperlichkeit und Emotionalität einbringen. Wie er seinen Sohn beobachtet, entsteht in ihm der Wunsch, unbedingt seinen Sohn zu malen, die Idylle festzuhalten. Es ist sehr berührend, mit Jean Scal zu sprechen über die Motivation seiner Gemälde und wie er nicht nur seinen Sohn selbst da abbilden will, sondern auch die Unendlichkeit, das Kind an sich. Er selbst hatte eine sehr, sehr schwere Kindheit und er möchte seinem Sohn ein Vater sein, wie er ihn selber nie hatte. Die Bilder strahlen das aus. Es ist eine helle, fröhliche Stimmung, eine traumwandlerische Sicherheit der Farbsetzung, über die er gar nicht nachdenkt. Er plant das nicht. Er nimmt den Pinsel und malt und es wird einfach richtig. Es handelt sich nicht um einen plötzlichen Bruch im Werk von Jean Scal, sondern um eine Erweiterung seiner künstlerischen Ausdrucksmöglichkeit, um einen neuen Modus, wo er intime Szenen, persönliche Szenen, an denen seine Emotion hängt, malt.